A2.3. Die Punkte AN mit x Schrägstrich 0,25 x Quadrat plus x minus 4 auf der Parabel P und die Punkte BN x und minus 0,5x plus 1 auf der Geraden G haben dieselbe Abszisse x und sind für minus 8,39 kleiner x kleiner 2,39 zusammen mit den Punkten CN die Eckpunkte von Dreiecken AN, BN, CN. Die Punkte CN liegen auf der Geraden G, wobei die Abszisse der Punkte CN um 3 kleiner ist als die Abszisse x der Punkte AN und BN. Zeichnen Sie für x1 gleich minus 4 das Dreieck A1, B1, C1 und für x2 gleich 1 das Dreieck A2, B2, C2 in das Koordinatensystem zu 2.0 ein. So, ich habe jetzt hier unten nochmal das Koordinatensystem von 2.0 eingefügt und darin sollen jetzt die Punkte eingezeichnet werden. Es hört sich jetzt alles hier sehr verwirrend an, weil viel Text drin ist und ja, viele Angaben. Aber wenn man es da rein nach, wenn man rein nach vorgeht, ist diese Aufgabe eigentlich gar nicht so schwer. So, wir fangen einfach von vorne an. Was wissen wir alles? Die Punkte AN liegen auf der Parabel P, also irgendwo hier auf diesem Parabelbogen. Und die Punkte BN liegen auf der geraden G, also hier irgendwo. Und was wissen wir noch? Die Punkte AN und BN haben dieselbe Abszisse x. Das heißt, wenn wir ein x vorgeben, müssen die Punkte AN und BN genau die gleiche x-Koordinate haben. Zum Beispiel, wenn x gleich minus 6 sein soll, muss AN hier auf der Parabel liegen, wo x gleich minus 6 ist, und BN hier liegen, wo x ebenfalls minus 6 ist. Also dann liegt hier BN. So, also das wissen wir über AN und BN. Und weiter wissen wir, dass AN und BN nur zwischen minus 8,39 und 2,39 liegen dürfen. Das sind eben genau diese Schnittpunkte hier. Also irgendwo hier dazwischen liegen AN und BN. Nicht hier draußen und auch nicht hier draußen. So, weiter wissen wir, dass mit AN, BN und CN, also es gibt noch einen zusätzlichen Punkt C, Dreiecke entstehen. Und über dieses CN wissen wir jetzt auch noch etwas, nämlich die Punkte CN liegen ebenfalls auf der Geraden wie die Punkte BN und die Abszisse der Punkte CN ist um 3 kleiner als die Abszisse der x der Punkte AN und BN. Also die Abszisse, also die x-Koordinate ist immer um 3 kleiner von den CNs, wie sie von den ANs und BNs ist. Ist zum Beispiel AN mit, sage ich mal, 2, dann ist die Abszisse von CN um 3 kleiner, also minus 1, also liegt er dann irgendwo hier. So viel zum Theoretischen. Jetzt heißt es hier, man soll zwei spezielle Dreiecke einzeichnen, nämlich einmal für x1 gleich minus 4. Okay, gehen wir jetzt mal her und zeichnen dieses Dreieck ein. Wir schauen nach, wo ist x gleich minus 4? Das ist hier der Fall. So, jetzt wissen wir, die Punkte AN liegen auf der Parabel. X soll minus 4 sein, also bleibt in diesem Fall für den Punkt A1 nur dieser hier übrig. Ja? Die y-Koordinate kennen wir zwar nicht, aber es ist ja auch nicht gefordert, dass wir die kennen. Wir wissen, die x-Koordinate ist minus 4, soll auf der Parabel liegen, also gehen wir von minus 4 gerade nach unten, bis wir auf die Parabel treffen. Das gleiche in die andere Richtung für die Punkte BN, die liegen nämlich auf der Geraden. Und ebenfalls für x gleich minus 4 haben wir hier den Punkt B1. So, jetzt wissen wir noch zusätzlich, die Punkte CN haben um eine 3 kleinere Abszisse. Also von dem BN einfach 3 Schritte nach links gehen, also in die negative Richtung ist er um 3 kleiner, landen wir auf minus 7. Ja, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Also liegt der Punkt C1 hier, weil er muss ja ebenfalls wieder auf der Parabel liegen, auf der Geraden liegen. Da wir Dreiecke haben, müssen wir jetzt auch noch ein Dreieck zeichnen. Also verbinden wir die Punkte noch miteinander. So, das wäre unser erstes Dreieck. Das A1, B1, C1. Jetzt heißt es noch weiter und für x gleich 2 das Dreieck A2, B2, C2 in das Koordinatensystem einzeichnen.
Also x2 heißt ist gleich 1, wieder gleiches Spiel, wir suchen, wo ist x gleich 1, gehen nach unten, bis wir auf die Parabel treffen und da haben wir den Punkt A2. Dann gehen wir nach oben, bis wir die Gerade treffen und haben hier den Punkt B2. Jetzt C2 bekommen wir wieder durch eine 3, um 3 kleinere Abszisse, das heißt von 1, 3 in negative Richtung, landen wir auf minus 2 und gehen dann wieder hoch, bis wir die Gerade treffen. Und auch hier gilt wieder, wir haben ein Dreieck, also müssen wir noch die Punkte verbinden. So, und damit wäre die Zeichenaufgabe erledigt.